Die bajuwarische Einwanderung später änderte daran nichts. Sie scheint diese hervorstechenden Eigenschaften sogar noch verbessert zu haben. Kelten, Illyrer, Römer, Spanier und Bajuwaren haben also ihr Bestes getan, um diesen nebensächlichen Flecken mit Anmut und Schönheit auszustatten. Schorsch, du musst recht ausholzen. Ja, Schlüssel. Nein, das ist bloß ein Windbruch. Auf der Dachsleiten, da ist noch ein 100-jähriger Bestand. Wenn jetzt waren es doppelt sein, denke ich so. Ja, 95 davon Wald. Und das Viech? 60 Stück werden es sein. Davon 43 Milchkühe, 5 Rösser, Sei, Hähner, Anten und Gänse. Rausziehen musst nix? Nix mehr. Die Schwester ist ins Kloster. Die hat ja Sache schon. Und die Alten gingen einen Ausdruck? Ja, war ich heirat, am Tag drauf. Was? Möchte ich wissen, wo ich einsteig? Versteht sie. Da kommt schon in keinen schlechten Stall. Ein Stier habt ihr? Ja, Stierpreis, oder? 1300 ist er wert. Und du sehen? Hm? Wie steht's mit dem Rauch und mit dem Bier? Ach so. Am Sonntag eine Zigarette oder zwei. Ja, und spür gerade so viel, dass man den Wirt nicht verschmacht. Und singen da im Kirchenchor. Tenor. Ein liebes Kind habe ich auch. Ja, im Jakobimarkt ist passiert. Hat Sankhausen was. Wer? Sie ist gestorben bei der Geburt. Das Kind ist versorgt. Es braucht ja nichts kümmern. Bua? Nein, Mädelisl. Mein Vaterbruder hat es angenommen. Der hat keine Kinder. Hättest du schon überlegen können? Ah, nein. War halt noch jung. Das ist keine Ausrede. Geschenk ist geschenk. Mark bringe ich mit. Die Hälfte im Bar, die anderen ist am Pfandbrief. Ein Kammerwagen, der sich gehört hat und der eingesamte Aussteuer. 6 Kühe und ein Ross. Naja, zum Umbauen ist gerade nicht. Aber geht tut's. Außerdem bin ich selber ja auch ein Kapital. Ein Schlüssel. Ich brauche halt eine, die wo einen Dammer draufheben kann. Und du kannst das. Ja, und dazu bist du auch sauber. Das haben wir schon mehr gesagt. Aber einen Ausschlag darf das nicht geben. Nein, das nicht. Aber man tut sich halt da leichter. Hm? Das sehe ich schon. Das hat sich gewiss der neue Vater ausdenkt. So, der Liesl käme immer noch über den Satzbach rüber. Ja, schon wieder schon. Also, mir machen das gar nichts. Zuerst freilich nicht. Aber nach 10 Jahren geht die sauberste Larve aus dem Leben. Bloß Heiratsclub bleibt. Verstehst? Ich glaube mit meinem Sach. Red nicht so saut um der Herrbuhr. Vorläufig ist das Arbeit nur meine Sach. Deswegen, was habt ihr uns Jünger kommen lassen? Wollen wir nichts reden dürfen? Damit ihr hört, was wir beraten und beschließen, dass euch dann noch richts. Also gut, dann fangt's an. Aber bedenkt's dabei, zurzeit sind die Vorbereitungen zu etwa 14 Verlobungen und Heiraten zwischen uns und denen im Gang. Das Heiratsgut und die Aussteuer sind mindestens fast 100.000 Mark, die in unseren Ort kommen. Und die sind hier, weil euch nichts einfällt. Wisst ihr, was wir dann? Gar nichts. Wir schreiben auch bloß einen Brief, dass die Forderungen der Gemeinde Summering nicht zu Recht bestehen und wir daher keine Veranlassung sehen, darauf einzugehen. Und dass die Geschichte mit den Töchtern eine Freiheitsberaubung ist und daher rückgängig gemacht werden muss. Das werden sie aber nicht tun.
Momentan gewiss nicht. Ja, was soll ich nachher mit uns geschehen? Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Solche nicht kaum. Ganz abgesehen von den Mitgiften. Wollt euch nichts besser sein? Wie statt? Hinwarten, ist das gescheiter. Gerade sowas braucht es jetzt heute. Und vielleicht geht's wie mit dem Saubold, dass die Natur selber ergreift. Jetzt aus! Herzen zu mir! Ja. Großkönig, die Kräner zu mir! Weißt du, dass jetzt wirklich helfen, die Schwarzen? Ja, gewiss! Also, wie steht's? Sind wir gerichtet? Hallo! Zeig es dir auch schon hergerichtet, der Zugfahrt! Rotscheib da! Was ist, wer geht in die Fallen von euch? Ich! Geht's bald in der Reihe? Da steht der Gmorrad von Summering. Wir ziehen von einem Ort zum anderen. Wenn es mal aus ist, dann haben wir gesungen, Blasen und Spassettel gemacht. Ich verwarne wir nichts. Bleibt nichts. Jetzt, wenn wir an einem Bahnhof vorbeikommen, gibt es mir einen Riss. Denken wir, da sitzen sie daheim am Tisch. Die Festivitäten? Als die Liebschaft erfuhr. Doch sie trafen sich bei Vollmond neuerlich zum ewigen Schwur. Mitten der Arm. Als windige Musikanten verdient's euch. Nehmt das Brot weg, denen, die darauf angewiesen sind. Ihr habt's doch euer Sach da dran. Wir möchten was zu Protokoll geben. Ja, damit der Gerichter mal eine Polizei in Ruhe haben. Ja, dann fangt's an. Wir Burschen, wir Achte aus Schönberg und unsere Bekannten aus Summering erklären hiermit, die unterzeichneten 8 Mädchen und 8 Burschen aus Summering bzw. Schellenberg, alle volljährig, erklären hiermit, nicht eher heimzukehren, als bis wieder normale Verhältnisse in ihren beiden Gemeinden herrschen. Das ist gut. Stimmt. Ja. Na ja, dann unterschreibt's. So, bitte. Schuldig sind sie, unterschreiben müssen. Sakrament, erstmal du das Vier halten. Die Ärzte nicht so schier. Geht's wieder. Geh weiter, mach doch keine Geschichten. Auf Wiedersehen. Wie du meinst, ich bin alle Tag zum Antreffen. Und gleich auch, wenn du es gar so viel Schneid hast. Kleiner Hund, mit dir.